Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Anno 1800 auf meinem Kanal. Es ist auch zugleich eine neue Aufnahme und wir stehen hier mit dem Schiff und haben darin die Beweise für den Kaufvertrag von Prosperity und wollen den nun Edward übergeben. Ja, mal schauen, was passiert. Und da kommt ein Einspieler, ich habe ihn schon gesehen, weil bei mir ist das Spiel nach 3-4 Minuten abgestürzt. Und deshalb nehme ich nochmals von vorne auf. Also demnach viel Spaß. Es kommt ein bisschen Story hier. Und wir sind gleich wieder zurück. Und die Animation und die Musik ist sehr schön gemacht. Will ich auch noch sagen. Was machst du hier in der Familiengruft, Edward? Willst du in Ruhe deinen Verrat genießen? Wovon redest du, mein Kind? Das hier ist ein Gespräch unter Brüdern, nicht mehr. Lügner, du bist die Verkörperung der Schande. Vom ersten Moment an wusste ich, dass du nichts als Ärger machen würdest. Genug. Du hast Prosperity an die Perforia verkauft. Du hast Vaters Unterschrift gefälscht. Du hast ihn zum Tode verurteilt. Aber jetzt wartet dein Urteil, Onkel. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Ich sagte gerade zu eurem Vater, ich werde nie an ihn heranreichen, selbst wenn ich alles dafür hergebe. Er verstand nie den Schmerz meines Lebens in seinem Schatten. Du weißt nichts über Schmerz, wahren Schmerz. Du kannst mir keine Angst machen, nicht mehr als ich ohnehin schon habe. Die Pyrphoria sind Teufel. Der schreckliche Pakt, den ich mit ihnen schloss, ist außer Kontrolle. Als sie Samuel ermordeten, wurde mir klar, dass sie eines Tages auch mich holen würden. An dem Tag, an dem sie dieses sterbende Reich mit Feuer und Flamme überziehen. Wieder so ein lästiger Prophet des Untergangs, Archie. Wie schrecklich langweilig. Seht nur, Ihre Majestät. Anscheinend bin ich endlich ihrer Aufmerksamkeit würdig. Nun, zumindest vorübergehend. Mr. Edward Good, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden bis zu Ihrem Prozess auf Bright Sands unter Hausarrest gestellt. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Deine Schuld wird dich überdauern, Onkel. Sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Er wird seine Strafe bekommen. Genau, das werden wir doch hoffen. So, sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Ihre Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen überaus bedeutenden Prozess selbst leiten sollten. Ja, und jetzt kommt da eine Sache, die hat mich ein bisschen überrascht zuerst. Und seht mal hier. Wir sollen hier jetzt einen Gerichtshof bauen. Und da wurde einfach der Berg abgetragen. Plötzlich so. Plötzlich aus dem Nix. So. Muss vernichtet werden. Und jetzt seht, wir brauchen dafür noch Stahl und wir brauchen vor allem nicht eine Arbeiter. Seiner Ausflüchte wird meinen Zorn besänftigen. Genau, wir werden ihm nichts verzeihen. Also wir sollen hier ein Gerichtshaus bauen, wenn wir die nötigen Dinge haben. Zum Beispiel auch 500 Arbeitskräfte. Das wird gar nicht mal so einfach hier, 500 zu finden. Also außer wir stoppen Fabriken und so. Spielstand gespeichert. Das heißt, zuerst würden wir mal warten, dass wir die 50 Stahlträger zusammen haben. Wenn du sie nicht brauchst, ich sie dir da gern. Jetzt der wieder, nee? Ja, ja. Undank ist der Weltenlohn. So, wir sollen da noch 7 Kriegsschiff meldet sich zum Gleitern. Dienst. Machen wir doch das mal noch. Das ist noch unsere... Sorry. Aufgabe. Volle Segel. So. Sollen noch hier hinfahren. 20 Minuten haben wir noch dafür. So, da ist eben, wie gesagt, der Gerichtshof. Wir waren ja auch noch hier hinten beschäftigt. Mit dem Bau. Der kostet uns 45 Bricks und auch Stahlträger. Also werden wir mal noch mit dem warten fürs Erste. Dann haben wir ja hier oben noch der... das Zementwerk und die Zementmine gebaut. Oder das Betonwerk. Das läuft soweit. Das sieht zuversichtlich aus.
Wir können schauen, was wir sonst noch so bauen könnten nebenbei. Also Stahlbeton haben wir jetzt. Sollte sich anreichen. Jawohl, 10 Stück. Stück des Weges? Was? Die sind schon da? Habe ich zwei andere losgeschickt oder wie? Anscheinend schon. In die Takelage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ist gar nicht so schlimm. So. Und wo fahren die jetzt? Ah, da. Genau. So, dann verfolgen wir das doch mal noch. Mal schauen, ob da was passiert. Oder ob nichts passiert. Das ist ja, es tönt so wie ein Dampfboot. Sieht auch so aus, wenn man da schaut. Die haben schon Dampfboote und wir natürlich nicht. Wir sind da ein bisschen hinterher. Also da müssen wir schauen, dass wir da bei den Technologien weitermachen. Das sieht doch gut aus so. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Ein Feuer ist ausgebrochen. Al-Jatel brennt. Da gehen wir schnell rüber. Sie haben an Einfluss verloren. Da ist nicht so schlimm. Da haben wir eine Feuerwehr zum Glück. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Das Problem ist, ich sehe die welche Insel, dass der will. Und nein, ich sage genau, nein. Immer schön nachtreten. Denn sonst haben wir am Ende keine Insel. Und wir... Ja, ein Krieg gegen... wie heißt die da schon wieder? Gegen diese da, Barley und Mara, wird sehr schwer, habe ich so das Gefühl. Und mit den anderen sind wir verbündet und Edward ist eh irgendwie raus. Also, dann bleibt irgendwie nichts mehr. Außer wir greifen natürlich unseren Verbündeten an. Oder zwingen die alle gegen Barley und Mara zu kämpfen. Wäre vielleicht auch interessant, ob das geht. Wer weiß. Vielleicht würde das auch gehen. So, bis jetzt ist da nichts passiert. Da stehen Kriegsschiffe. Überbringt seinen Dank. Mehr als bereit. Oh, und jetzt hat sie noch einen neuen Auftrag. Genau, der fährt mir noch ein. Sind unterwegs. So, ich lasse die mal hier so rüberfahren. Jetzt haben wir noch einen neuen Auftrag gefasst. Und der hat es ein bisschen in sich. Wir müssen ein paar Schiffe zerstören. Und aus diesem Grund nehme ich da auch gleich zwei, drei Schiffe mehr mit. Denn die werden wir brauchen. So, der ist leider gefüllt. Bereit für den Einsatz. Ist ein Clipper. Wir helfen, wo wir können. So, geht das da? So, das sind nämlich zwei, habe ich gerade gedacht. Wo sind die hin? So, wir haben 2, 4, 5 Schiffe. Und wir müssen hier diese Flotte zerstören. Ja, genau. Mit dem da zusammen. Und da das hier, da will ich sagen... Verpasst ihnen die volle Breitseite. Oder nee, nicht angreifen, sondern eher so... Hier der Hintergrund und wir beobachten es. Ich komme gleich hier hin, sobald es soweit ist. Nicht, dass die da irgendwas kämpfen und wir dann untergehen am Ende. So, 53 Stahlträger haben wir. Wir haben die Anforderungen, wir haben nur keine Bauleute. Jetzt habe ich halt überlegt, wenn ich jetzt für eine kurze Zeit einfach alles schließe, also die Betriebe zumache, wo Arbeiter arbeiten, die hier, und so 500 Leute hole, das wäre vielleicht möglich. So, wieso zerstört sie die eigentlich nicht selbst? Das ist die andere Sache. Mal schauen, was wir dafür bekommen. So, die Insel wäre auch noch unbesiedelt hier. So, oh ja, der greift an. Achtung, Schiff unter Beschuss. So, war aber gar nicht schlecht, denn den ersten haben wir jetzt schon ausgeschaltet, ja? Schiff unter Beschuss. So. Das sollte vielleicht ein bisschen abhauen. Jawohl, sieht doch gut aus. Das ist weg. Oh, jetzt bleibt noch eines. Noch schwimmen wir. Ja, sehr schön. Das war gut. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So.
Der da soll mal die Beweise einsammeln. Die halten sich da dran. Mehr als bereit. So. Oh, der. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Fährt wieder nach Hause. Wo ist da wieder was los? Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Was? Die hat ihm die Insel geklaut. Ja, da gebe ich ihm die Erlaubnis. Stell dich gut mit Beryl. Gebe ich ihm die Erlaubnis, die Insel hier zu nehmen, dann verliert er die. So eine Rieseninsel. Ja, toll. Das ist ja schön. Immer schön nachtreten, würde er sagen. So. Jonah steht bereit. Okay. Jetzt, die fahren wieder nach Hause. Die Aufgabe können wir danach erledigen. Oder kann auch jetzt. Und wir haben alle Ressourcen. Also, dann würde ich sagen, die weniger wichtigen Betriebe stellen wir ab. So, Lehm ist aktuell gerade wichtig. Aber Segel, Eisen, Kohle. So, also Eisen. Pause. Das war Kohle, genau. Pause. Kohle, Pause. Jetzt haben wir schon 168. Segel war irgendwo hier drüben. Das Lager ist voll. Da, Segel, Pause. So, sie sind immer noch unterwegs. 200 haben wir jetzt. Schauen wir noch, was es da noch so gibt. Kanonen wäre eher wichtig. Quarz. Die Zementmine. Die braucht bestimmt auch noch viele. Ja, 25. Bringt nicht so viel. Da. Stahlproduktion 200. Obwohl wir die brauchen, aber ich sag's mal so, wenn ja das dann aufgebaut ist, uns geht das Material aus. Dann alles anhalten. Soll das ja passen. So, 400. Ich drück hier mal Baustart. So. Dann fahren die nämlich hoch los und holen sich da Ressourcen, so wie es aussieht. Das soll auch so sein. So, die Schiffe sind immer noch nicht da. Ja, die fahren hier noch. Die können dann auch repariert werden im heimischen Hafen. Sobald die hier sind. So, ich habe 495. Es fehlen mir nur 4 Stück. Es fehlen 3. Also es scheint gut aufzugehen. Das Problem ist, wir produzieren in der Zeit nichts. Das ist halt so ein bisschen die harte Nummer. Und der Weg ist hier halt auch relativ weit. So 7 und 3. Es geht ja ewig, bis die das produzieren. Ja, transportiert haben hier. Da können wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, indem wir da den Weg ein bisschen verschnellern. So. Wie ich da auch gerade da einen Weg gemacht habe, weil das Möglichste war. Stadtfest in Forno del Fondo. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Ja, komm. Ich hoffe, du findest es aufregend. Geleitschutz sollen wir da bieten. Kommt drauf an, wo? Dem da. Ja, wieder völlig im Nix. So, ich denke, da brauche ich weniger Schiffe. Was? Wurde angehalten? Wegen was? Spielstand gespeichert. Weil 5 Leute fehlen. Wir hatten noch die Seife oder wie? Was war das wieder da? Das da. So, wenn ich die anhalte, dann habe ich genug. So. In die Takelage. So, ich würde dem da den Befehl geben, hier oben. Das Ganze zu eskortieren, genau. Jetzt wenden alle. Aber gemeinsam triumphieren wir. So, die Frage ist jetzt, wo sind die Beweise? Achtung, natürlich genau in dem Boot, das folgt. Das war ja klar. Gemeinsam triumphieren wir. So, 2 sollten reichen. Die anderen fahren da in den Hafen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst.
Das war das da. Okay. Und das soll hier hinfahren. Denn wir müssen ja jetzt noch hier zeigen, dass wir da gewonnen haben. Und ihre Schiffe versenkt haben da. Wäre schön, wenn ich auch solche Aufgaben vergeben könnte. Aber wird halt schwer, wie man das berechnet. Bist du doch keiner von uns. Kündet das Rascheln der Oh, wir haben was bekommen. Einen wertvollen Kronjuwel, den wir im Museum ausstellen können. Interessant. Sind unterwegs. Wie süßer Regen nach langer Dürre. Ah ja, da steht es auch. Und 45.000 plus noch ein bisschen Bonus für sie. Wir können auch hier hinten hinfahren. Da sollte ich auch handeln können. Jawohl, geht. So. Und jetzt sollten wir das hier im Museum... Jawohl, kann ich hier ausstellen. Gibt mehr Attraktivität. Sehr schön. So, der Bau ist im vollen Gange. Also vor allem die Ressourcentransporte, die dauern da halt lange. Das ist da ein bisschen, wurde angehalten. Ist ein bisschen das, was da das Ganze verlangsamt. Ansonsten ist es ja nicht schlecht. Und hier, wir wollten eigentlich mal noch die Straße korrigieren. Denn so langsam holt, ja, holen wir hier die Industrie ein. Und es sieht auch nicht mehr ganz so schön aus. So. Dann würde ich jetzt hier die Straße so durchziehen. Der eine Hof da müsste dann weg. Der da. So nämlich. Und... Aber hier ist er... Ah ne, ich dachte schon, da sei was komisch, aber das geht so. Eine Produktion wurde angehalten. Die Schiffe sind angekommen. Mehr als bereit. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ditchwater ist ein Feuer ausgebrochen. So, komm schon. Ich möchte jetzt dieses Schiff. Neue Befehle? Und sie möchte natürlich ungern dieses Schiff verlieren. Was auch immer in dem Schiff ist. So, aber unsere Schiffe folgen da jetzt. Hoffe, da passiert nicht wirklich viel Aufregendes. Jetzt fehlen plötzlich wieder so viele Arbeiter. Warum auch immer. So, dann kommen diese Straßen hier weg. Ne, die hätte gepasst da. Oh, ja, da brennt's ja. Zum Glück haben wir mehrere Feuerwehren da. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Oh, mal schauen. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, direkt. Ah, Mangel an Bier ist nicht so gut. Wir machen da eher Knappheit, oder? Das da. Wie Sie wünschen. Ich werde es umgehend ändern lassen. So. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ja, man muss mal das machen. Ganz einfach. Sie warnen Ihre Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel. So. Es wäre schön, wenn die das Schiff hier verteidigen und das da nicht stirbt. Gerade sieht es nicht so aus. Wir haben nämlich nicht die schnellsten Schiffe mitgenommen. Spielstand gespeichert. So wie das da aussieht. Ich hoffe, die kriegen das hin. Oder das Ziel ist bald das in der Nähe, wahrscheinlich wieder zu ihrer Insel. Die ja da vorne liegt, oder? Ja, das ist ihre Insel hier, der Prunkpalast, so wie es aussieht. Die Flammen wurden gelöscht. Aber wer weiß, ob das dieses Schiff überlebt. So, Ditchwater ist wieder trocken. Gut, regnet ja auch gerade. Okay, das Fundament wird langsam. Ja, ich brauche die Industrie danach wieder, unbedingt, also. Das
war's leider schon von der heutigen Folge. Ich muss dann leider einen kleinen Cut machen. Ich habe die Zeit völlig vergessen während dem Spielen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.